Und wenn der angemischt ist, muss der eine gewisse Reifezeit stehen. Während der steht, erkläre ich euch ein bisschen, was der Unterschied ist zwischen Natursteinkleber und Fliesenkleber. Alles ist schief gegangen beim letzten Mal. Ich habe einmal hier drauf getreten. Jetzt ist die lose. Egal. Wir machen das jetzt mit Natursteinkleber. Beim letzten Video habe ich ja gesagt, das kann man auch so auf Putz- und Mauermörtel draufsetzen. Das hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert. Also überhaupt gar nicht. Mir haben jetzt sehr erfahrene Leute gesagt, dass Granit auf Bauschaum hält. Man sagt ja immer die Bauschaummafia, aber ich glaube, das ist wirklich gar keine schlechte Idee, weil Sonne kommt nicht dran, wenn man das komplett rundherum mit Acryl und Silikon versiegelt. Und sonst ist das halt verrottungsfest. Und ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob man Fensterbänke auf Schaum setzen kann. Runtergehoben haben wir das mal. Darunter ist jetzt der Putz- und Mauermörtel. Der ist jetzt so 100% in Waage, dass wir die mit Natursteinkleber auf diesen Sockel draufkleben können. Oder Noah, klappt das? Ja, ne? Das ist voll hart. Ja, der ist hart, aber hat halt überhaupt gar nicht gehalten. Nee, null. Eigentlich war das eine gute Idee gewesen. Ich verlinke das Video mal hier. Im letzten Video gezeigt, dass ich hier so Abstandhalter genau auf das Maß geschnitten habe. Und dann die Fensterbank da drauf gesetzt habe. Eigentlich eine gute Idee. Ich habe gedacht, ich wäre clever, aber das ist so nicht richtig. Wir grundieren das jetzt und dann machen wir das mit Natursteinkleber. So, grundieren tun wir das mit Schnellgrundierung und kleben tun wir das auch mit Natursteinflexkleber. Schnell, weil das soll hier alles kein großer Heckmeck werden. Das hat beim letzten Mal eigentlich ganz, ganz gut geklappt. Hätte es gehalten, hätte ich gar keine Arbeit mehr damit, weil die saßen super. Aber ist egal. Wie gesagt, der Sockel ist jetzt da. Ich mische den Naturstein Flexkleber jetzt mal kurz an. Und wenn der angemischt ist, muss der eine gewisse Reifezeit stehen. Während der steht, erkläre ich euch ein bisschen, was der Unterschied ist zwischen Natursteinkleber und Fliesenkleber. Stimmt's? Erstmal grundieren. Das muss auf jeden Fall davor passen. Du musst das dann auf und dann ja. Schüttelst du das. Genau. Ich schüttel das, dann mache ich das auf und dann schüttle ich das da rein und jetzt verteile ich das mit dem Pinsel. Was? Ja. Das will ich auch mal machen. Echt? Ja. Willst du das verteilen hier? Und dann, wenn ich gleich genug habe und die Geduld am Ende ist, dann mache ich weiter. Macht das Spaß? Ja. Was machst du damit? Das sind Saugnäpfe. Saugnäpfe? Jo. Um die Platte anzuheben. Das da? Nee, um die Platte hier, wo du drauf sitzt. Wo du drauf kniest. Ach so. Du hast aber gut gemeint hier. So. Die Grundierung ist jetzt fertig. Ich warte jetzt 10 Minuten, weil hier drauf steht, dass man 10 Minuten warten muss. Dann mische ich den Natursteinkleber an, erkläre ich den Unterschied und dann klebe ich die Platte. So machen wir das. So. Jetzt lassen wir das 3 bis 5 Minuten stehen, weil die Reifezeit von dem Natursteinkleber 3 bis 5 Minuten ist. Der Unterschied zwischen Natursteinkleber und normalem Fliesenkleber ist der, dass wenn man Granit mit normalem Fliesenkleber kleben würde, dann könnte sich da irgendwie, ich weiß nicht was, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, aber irgendwas durchdrücken und man sieht das dann an der Oberfläche.
Bei Natursteinkleber ist das wohl nicht so, dass man das sieht. Ich glaube zwar, dass das eher bei Granitfliesen ist und so und nicht bei 3 cm dicken Fensterbänken. Da glaube ich nicht, dass ich da mit Fliesenkleber irgendwas durchdrücken würde, aber ich mache das jetzt trotzdem. Weil mich hat das so abgefuckt, dass das wieder abgegangen ist. Richtig, und zwar mit dem Natursteinkleber. 3 Minuten sind rum oder 4 oder 5. Jetzt mische ich das noch einmal. Und dann klebe ich nur hier auf den Putz- und Mauermörtel. Ich klebe nicht noch die Unterseite von der Granitplatte, weil die ist echt extrem schwer und ich habe keinen Bock, hier alles zu versauen. Deswegen, das reicht auf jeden Fall. Ne? Alex, reicht das so? Ja, das reicht. Boah, werkzeugtechnisch bin ich auch echt irgendwie ein bisschen schlecht ausgestattet, weil das meiste oben in der Halle ist und wenn ich mir aufschreibe, was ich für irgendeine Arbeit brauche, dann vergesse ich immer die Hälfte. Und dann nehme ich halt das, was mir gerade zur Verfügung steht. Jetzt habe ich hier so eine, ja, ist auch ein Zahnspachtel, aber nicht so ein toller Abend. So. Sieht das schon wieder gut aus? Boah, da bin ich froh. So, jetzt, ich hoffe, das hält. So. Puh. Jetzt, Scheiße, ich brauche eine Wasserwaage. Ganz wichtig ist, dass von der Fensterbank zu dem Fenster hier ein kleines bisschen Platz ist. Da kommt später Silikon rein, weil sonst gibt das Geräusche. Ich hole jetzt mal ganz kurz einen kleinen Hammer und eine Wasserwaage. Alex, such mal einen Kunststoffhammer. Ein bisschen kacke ist, die Kinder sacken sich immer meine Kunststoffhammer ein. Jetzt muss ich das hier mit so einem richtig abgewichsten Simplex machen. Naja. Boah, so geil in der Waage, ey. Hast du deinen Hammer? Ja. Jo, dann gib mal her. Der ist bestimmt ein bisschen besser dafür. Oh, wei, ne. Alles gut, stimmt dem. Das hört sich auf jeden Fall besser an, ne? Mal ein bisschen anklopfen. Ja, natürlich. Oh, richtig coole Dinger hier. Richtig coole Dinger. Diese Saugnäpfe. Alex, echt. Richtig coole Dinger. Und haben wir überall Platz, Alex? Ja. Das ist so viel. Das ist ein bisschen zu viel. Mich haben ein paar Leute gefragt, warum ich die Fensterbank auf den Boden setze oder dass ich der einzige Mensch bin, der eine Fensterbank auf den Boden setzt. Das ist vielleicht so, das kann sein, aber das hat einen Grund. Und zwar ist dieser Erker da angebaut worden und wegen diesem Erker musste in diesem Zimmer hier, wo die Wand sitzt, ein Überzug gegossen werden. Also die Wand sitzt auch auf einem Überzug. Ja. Ja, ich zeig das nochmal, damit das jeder versteht. Diese Wand hier sitzt auf dem Boden auf einem Überzug. Wenn ich weiß, was ein Überzug ist eine Betonkonstruktion. Wie soll ich das erklären? Die Betonplatte ist hier 20 cm und der Überzug ist, glaube ich, 27 cm. Also 7 cm. Ne, der muss noch höher sein. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich stelle das mal nochmal hier ganz kurz so hin und probiere euch das so gut wie möglich zu erklären, damit das auch wirklich jeder versteht. Also das hier ist der Boden. Hier ist Laminat, dann kommt Trittschall, dann kommt Estrich. Darunter ist die Bodenheizung im Estrich und darunter ist der Styropor. Das Styropor und der Estrich, wo die Fußbodenheizung drin ist. Die beiden Sachen sind genauso hoch oder annähernd so hoch wie der Überzug. Uiuiui. Jetzt haben wir's. Und weil das aber nicht 100% gepasst hat, habe ich den Laminat nur bis vor diesen Überzug gelegt. Sonst hätte ich den Beton anschleifen müssen, dass das eine Ebene hat mit dem Estrich. Und weil ich da keinen Bock drauf hatte damals, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeiner macht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man das hätte anders lösen können. Ich bin da wirklich immer offen für neue Denkanstöße, aber das war auf jeden Fall die beste Lösung, die ich damals gefunden habe. Und deswegen muss ich jetzt hier eine Fensterbank setzen. Oh, das war anstrengend, das zu erklären. Aber egal, wenn ihr Fragen habt, fragt mich und dann erkläre ich das nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, jetzt machen wir ein Nastias-Zimmer. Genau, jetzt machen wir ein Nastias-Zimmer.
Gott. Die ist auch lose. Die mache ich auch jetzt fest. Aber mit dem Video war es das jetzt. Ich habe ja alles schon bei der anderen Fensterbank erklärt. Peace, Leute. Bis dann. Macht's gut und seid fleißig.